Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben, und ich habe beim letzten Mal ein bisschen Unsinn erzählt. Und zwar, erstens werde ich meine Lernpunkte natürlich nicht in Zweihänder und Stärke stecken, sondern in neue Kreise der Magie und neue Zauber, die ich mit meinem extra Mana auch benutzen kann. Und apropos extra Mana, ihr seht hier, ich habe 118 Mana. Das liegt daran, dass ich meine Items noch nicht angezogen habe, die ich jetzt wieder anziehe. Und ich habe hier auch noch ganz viele Pilze, wie ihr vielleicht seht. Das liegt daran, dass ich nur einmal 20 Pilze gegessen habe, so viel haben noch gefehlt, um mein Mana einmal um 5 zu steigern auf 118. Denn, wie gesagt, bei 120 ist die nächste Stufe, ab der ich 5 Lernpunkte bezahlen muss. Und da mir gerade mit der krummen Zahl, mit der 8 hinten, genau 2 Punkte fehlen, würde ich die gerne für 4 Lernpunkte jeweils noch steigern auf 120, bevor ich dann die restlichen Pilze esse und mir damit dann doch endlich ein bisschen Lernpunkte wirklich erspare. Also, naja, das heißt doch endlich. Ich erspare ja doch relativ viele Lernpunkte mir dadurch. So, dann brauche ich einmal noch ein bisschen Mana und speichere das Ganze hier nochmal ab. Und dann fühle ich mich auch schon wesentlich stärker. Komm mit. Komm mit. So, ich habe jetzt 158 Mana. Das heißt, ich kann tatsächlich immer noch 5-mal diesen Blitzschlag machen, und wenn ich einen Eisblock mache, der 40 kostet, habe ich noch 118. Das reicht gerade nicht. Also wie gesagt, diese plus 2, die brauche ich. Die machen den Bock wirklich fett. Diese plus 2 Mana. Und da kann ich aber nochmal 2 Lernpunkte sparen, die ich dann wirklich vielleicht ein bisschen in Stärke oder irgendwas investieren kann. Oder vielleicht einen kleinen Zauber. Irgendwie sowas. So, die Frage ist jetzt, wo finde ich Hoshpak? Ich dachte eigentlich, der wäre auf der Anhöhe da oben. Moment, warte mal, hier gibt's doch eine Höhle, ne? Weiß ich doch noch aus Gothic 1. Feldräuber, süß. Ja, komm her. Für euch brauche ich keine Mana. Keine Magie. Keine Mana, ja, mhm. So, einer hinten für Biff, genau, 2 hier vorne für mich. Was gibt's denn hier? Hier lag doch in Gothic 1 der Novize rum. Ein Aquamarin. Eine Steintafel. Bisschen Snapperkraut zum schneller Laufen. Ein Trollfell. Oh, schön. Gut. Hey, was für eine Steintafel ist das? Bringt die vielleicht plus 2 zu Mana? Nein, Lebensenergie plus 2. Egal, nehme ich. Plus 5 sogar. Wow. Ja, aber die nehme ich doch gerne. Und zwar sofort. So, das Schöne ist jetzt, ich habe gerade noch 50 Pilze, die ich essen muss. Fürs nächste Mana plus 5. Das heißt, ich kann jetzt hier relativ gemütlich, wenn ich ein paar Lebenspunkte heilen muss, einfach Pilze futtern. Das bringt mich dann schon mal in die richtige Richtung. Ich muss nur aufpassen, dass es nicht allzu viele sind. Also jetzt ein, das heißt, ich kann auch 49 futtern. Beziehungsweise ich kann auch 48 futtern. Denn der 49. bringt mir dann plus 5 Mana. Den 49. dann erst, wenn ich mein Mana um 2 gesteigert habe. So, was tut man nicht alles, um 2 Lernpunkte zu sparen? Ich Idiot, hätte ich die für Alchemie mir aufgespart. Das hat mir viel mehr gebracht als die 2 Punkte jetzt. Aber hey, was soll's. Man lernt ja aus seinen Fehlern, ne? Und dass ich damals verschwenderisch war mit Alchemie, heißt ja nicht, dass ich jetzt genauso verschwenderisch weitermachen sollte. Man sollte ja gutem Geld kein schlechtem Geld kein gutes hinterherwerfen, ne? So ungefähr, wie war das? Nun denn, hier ist ein Ork. Den friere ich ein. Verdammt, den friere ich nicht ein. Wow, nicht runterfallen. Ich friere ihn doch ein. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Ja, und wir finden dein Geld. Moment mal. Ja. Hier ist dein Anteil. Alles? Ja, natürlich kriegst du den. Du Depp. Ich warte ja eigentlich nur darauf, dass er mitten im Kampf mal mich drauf anspricht. Dann hau ich ihn, glaube ich, wirklich. So, ich brauche 80 Mana und genau 100 Leben. Da bin ich ein bisschen sparsam mit den 100 Ertränken und trinken 70er. Und was war es an Mana? 80. 80? Wie 80 Mana? Okay. Wieso das denn? Hm. Ach so, 2 Eisblöcke natürlich, klar. Eisblock kostet 40. Moment. Oh, Biff. Hier ist dein. Hier ist dein Anteil. Moment mal. Hier ist dein Anteil. Moment mal. Hoshpak. Gut. Ich kann 5 mal zaubern.
Ein Ork braucht, glaube ich, 4. Ne, 3. Sehr schön. 1, 2, 3. Nein! Das reicht nicht ganz. BV den ersten Kleinen. Komm, einer klein hauen, einen klein hauen. Komm, einer ist gleich weg. Sehr schön. Und die restlichen schaffst du auch so ohne mich, Biff. Du musst jetzt nur aufpassen, dass der Schamane nicht aus der Ferne noch mithilft mit seinen Zaubern. So. Einmal Mana, bitte. Das ist nicht gut. Warte mal. Ich friere mal. Haha, eigentlich wollte ich den Schamanen einfrieren, aber was soll's. Moment mal, Biff ist ganz schön angeschlagen. Ja, okay, aber das schafft er. Sehr schön. So, jetzt ist da unten natürlich noch einer. Eingefroren. Ach, Spack ist schon tot, guck mal. So, hätten wir das erledigt? 2 Gold hier. Oh, komm, wegen einem Gold. Moment. Ernsthaft. Hier ist. Ernsthaft. Ich bin echt am Überlegen, ob ich das Gold nicht einfach liegen lasse in den Orks. Das ist mir jetzt echt zu blöd. Das dauert so lang, weißt du? Und dann. Ich meine, ich krieg die Hälfte, ja, aber. Nichts zu holen. Für 2 Gold. Den Stress. Hier ist ein. Wenn ich mir so recht überlege, ist mir das eigentlich nicht wert. Das ist schon nervig. Ach je. Nichts zu. Nun gut, der Orkschamal hat nichts dabei. Nichts zu plündern. Oh, Spack hat auch nichts dabei. Nichts zu holen. Der Krieger hat auch nichts dabei. Sag mal, was macht ihr eigentlich? Okay, mir mal ein bisschen was. Nichts zu plündern. Der hat auch nichts dabei. Mann, was könnt ihr eigentlich? 83, hä? 75. Ach so. Ja, passt doch. Wunderbärchen. So, und Lebensenergie 325. Haha. Was heißt hier? Haha. Haha heißt, ich kann auf eine schöne glatte Zahl. Und dann kann ich mir hier weiterhin die großen Tränke sparen. So, passt doch. Gehe ich jetzt zurück und berichte, dass Hoshpak tot ist? Ich glaube nicht. Aber was ich auf jeden Fall tue, ist. Speichern. Sicher ist sicher. Ah, guck mal, Fjoros Schwert. Wer sagt's denn? Das speichere ich gleich nochmal. Nicht, dass ich es irgendwie beim Laden dann vergesse oder übersehe. Das wäre ärgerlich. So, kann ich in die Hütte rein? Ja, tatsächlich. Und es gibt hier genau nichts. Schön, das hat sich voll gelohnt. Oh, apropos. Es hat sich doch gelohnt. Ich hatte nämlich umgekehrt. Klar. Und hab gesehen, dass Biff ganz schön angeschlagen ist. Das hat sich sehr wohl gelohnt, hierher zu kommen. So, hier kriegst du ein paar Heiltränke. Ich muss bloß aufpassen, dass ich nicht aus Versehen hier die Zusammenarbeit mit ihm beende. So, wie viel 100 habe ich jetzt noch? 3. Es ist gar nicht mehr so viel. Gut, ich habe noch 21 70er. Die reichen wahrscheinlich noch für eine Weile aus. Okay, wir müssen, nehme ich mal an, da hoch. Dann brauchen wir unten nicht durch die Unterführung durch. Könnten wir zwar, aber... Na, wenn ich so die Feuerwarane sehe, sollten wir das vielleicht... Ich weiß es nicht. Ich speichere nochmal. Ich habe Fjoros Schwert geholt und... Ich habe Biff geheilt. Das ist schon okay. 1, 2. Och, guck mal. Feuerwarane sind ja süß. Könntest du den bitte anvisieren? Könntest du den bitte auch treffen? Danke. Biff, der ist für dich. Ist jetzt eigentlich Biff tot oder der Varan? Der Varan. Das war's mit dir, du Mistvieh. Ich dachte gerade, weil so ewig nichts mehr kam, dass es Biff vielleicht erwischt hat, aber nein, Biff ist ein zäher Hund.
So, und damit sind wir jetzt auch schon wieder hier im Ork-Gebiet. Wenn auch an einer etwas gefährlicheren Stelle, wie es sich anfühlt. Ich war ja vor Ewigkeiten schon mal da unten, um die Infos über die einzelnen Schiff-Trupps zu holen. Allerdings habe ich da einen anderen Eingang gewählt. Ein Wag. Kein Wag mehr. Doch, immer noch ein Wag. Nicht auf... Ah. Mach den Wag, bitte. Mach den Wag. Ich brauch Mana. Och, komm schon. Sag mal, kannst du nicht treffen, du dämlicher Magier. Das ist doch unglaublich. Wie er auf so schrägen Ebenen einfach voll die Probleme hat, nach oben oder unten zu schießen. Meine Güte. So, wie viel habe ich noch? 3? Ja, jetzt noch 2. Brauchst. Hier, nimm. Ist egal. Brauchst. Biff ist gut, Biff ist gut. Ich müsste mal Biff ein bisschen hochleveln. Ich habe irgendwie so das Gefühl, der wird gar nicht stärker. Brauchst du? Jetzt habe ich halt nur noch 70er für ihn. Ja, sieht man auch, diesen kleiner. Oh Mann, komm Biff. Wie viel noch? 2? Reicht das? Ja, das reicht. So, ich brauche 40 Mana. Was soll's, verschwende ich ein bisschen. Und 180 Lebenspunkte. Was? Nee, 80. Ich depp. Nicht 180. 80. Ja, egal. Egal. So, was haben wir hier unten? Hier ist noch ein Wag. So, das war's mit dem. Den hau ich hier mal eben noch weg. Damit der uns nicht irgendwie so in den Rücken fällt. Oh, da ist noch ein Ork. Ist okay, oder? Wie viel brauche ich noch für den nächsten Level? 5000 oder so, das dauert noch ein bisschen. Nee, komm, die lassen wir in Ruhe. Das passt schon. Dann brauche ich 60 Mana. Oh, 50 und 15. Ah, eine Ork-Axt. Die kann ich verticken. Bring ein bisschen Gold. Als Ausgleich dafür, dass ich dank Biff hier nicht wirklich viel Gold finde. Beziehungsweise freiwillig drauf verzichte. So, man kann von da unten hier auch hochklettern. Ich weiß nicht, habe ich das schon mal gemacht? In Gothic 1, ist da irgendwas außer hochklettern? Da oben sind auf jeden Fall... Uiuiuiui, das sind wieder Echsenmenschen. Und zwar 2 an der Zahl. Ich lock die mal eben an. Warte mal, ich kann das sogar einen umlegen, oder? Ja, gerade so nicht. Ich dachte, das hätte gereicht mit 3. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Ja. Nichts zu holen. Doch. Da ist nichts. Irgendwie zu holen. Muss ich sagen, finde ich die Echsen tatsächlich ein bisschen leichter als Orks. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung, aber ist so. So, aber dafür brauche ich jetzt wieder ganz viel Mana. 150. Die 100 habe ich mal auf für im Kampf. Aber das war so. Ja, das passt. Das passt. Alles gut. 2 Echsen sind süß. Da ist noch einer. Hier sind 2. Da ist nichts zu holen. Warum habe ich mich da gerade umgedreht? Ich weiß es nicht. Habe ich 90? Ja, das reicht für... Moment. Wie viel braucht ein Blitzschlag? Ich glaube 30 waren es, ne? Ja, ja. Das heißt, ich kann jetzt 3-mal zaubern. Das sollte reichen für... eine Echse. Sieht mir aber eher aus wie ein Golem. Feuergolem. Oh. Was? Au. Was? Feuergolem?
Okay. Feuergolem. Na dann. Wie kriege ich den klein? Mit Feuer wahrscheinlich nicht. Probier's mal mit Blitz. Das trifft voll gut. Hui, das macht gar keinen Schaden. Eis. Macht tatsächlich ein bisschen Schaden. Ist aber nicht wirklich der Rede wert. Dann lasse ich das Ganze mal Biff erledigen und halte ihm den Rücken von Feuerwaranen frei. Könntest du das bitte lassen? Beide ziemlich angeschlagen. Aber der Feuergolem mehr als Biff. Wow. Nichts zu plündern. Nicht übel, Mann. Nicht übel. Das hast du dir verdient, hey. Dich heil ich hoch. Meine Güte, das war gut. Hätte ich nicht gedacht, dass Biff so einen Feuergolem schafft. Oh mein Gott. Brauchst du kriegst alle Heiltränke, die ich mir in irgendeiner Weise leisten kann. Biff ist so großartig. Brauchst du? Hey, ohne Biff wäre ich hier so aufgeschmissen. 29 Lebensenergie. Da behalte ich erstmal hier einen Pilz. Dann bin ich bei einer geraden Zahl. Und dann müsste ich 3 hiervon futtern. Dann habe ich eine runde Zahl. Und dann trinke ich einen 70er, 140, 210, 280, 350, 400, 450 und 500. Und Mana fehlt mir 70, also 75er. Allerdings stelle ich gerade mit Erschrecken fest, dass ich verdammt wenig Heiltränke nur noch habe. Verdammt. Könntest du bitte treffen? Danke, Biff. Was haben wir hier? Wolfsfelle. Wolfsfelle, eine silberne Schale. Noch ein Wolfsfell, ein Lederbeutel. Hier ist jemand gestorben. Noch ein Wolfsfell. Trank. Da ist nichts zu holen. Hier ist aber sowas von jemand gestorben. Ich werfe hier einen Blick in den Lederbeutel rein. Wo ist denn der? Vielleicht steht da ja ein Name drauf. Bei Diego stand ja auch ein Name drauf. Roter Tränen, Pfeffer, nee, der war es nicht. Apfeltabak war es auch nicht. Ein Lederbeutel mit 100 Goldmünzen. Okay. Dann habe ich hier noch 3 Lederbeutel und jeweils 25 Goldmünzen. Ich hoffe mal, davon möchte Biff nichts. Und dann habe ich hier noch 5x50. Ah, wo habe ich die denn her? Keine Ahnung. Ach nö, oder? Moment mal. Ah! Hier ist dein Alles? Mist. Das war doch dumm. Das war blöd. Habe ich kurz davor gespeichert? Nee, ich habe da unten gespeichert. Ja, was soll's. Ist mir jetzt keine 200 Gold wert. Aber das ist ja dämlich. Das ist nicht gut gelöst. Das hätte man so lösen müssen, dass wenn ich Gold aufnehme, nicht wenn sich mein Gold erhöht. Das ist ja Unsinn, wenn sich mein Gold erhöht. So, wo bin ich hier eigentlich? Ach, hier oben. Okay. Gut, ihr seht schon, ich versuche gerade ein bisschen Zeit zu schinden. Das liegt daran, dass ich jetzt tatsächlich an dieser Stelle aufhören möchte. Für diese Folge. Warum? Nun, wisst ihr was? Wie viel Mana habe ich? 8. Na, klasse. Die Sache ist die, ich würde gerne jetzt meine Lebenstränke wieder einigermaßen auffüllen, damit ich da genug hab. Wo ist es denn? Da. Und bei der Gelegenheit würde ich dann einfach mal erwähnen, dass Hoshpak
mittlerweile Geschichte ist. Wer hat mir den Auftrag gegeben? Ich weiß es gar nicht mehr. Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Wer handelt hier mit Sachen? Kerolot, du handelst doch, oder? Nee, tust du nicht. Du kannst mir Dinge beibringen. Tandor war es, genau. Tandor hat ganz viel Tand. Hast du Neuigkeiten? Die Drachenjäger sind an. Ja, da haben wir nichts Neues. Zeig mir deine Ware. Du hast ganz viele Waffen. Okay, mit dir kann ich nichts anfangen. Aber ich kann dir ja zum Beispiel ein Echsenschwert. Ich kann dir die Ork-Äxte. Und habe ich keine Ork? Doch, der Ork-Kriegsschwert hat. Kannst du alle haben? Brauche ich nicht. So, Rheton. Hey, du. Was kannst du mir verkaufen? Für einen Magier habe ich ein... Ah ja, okay, du hast auch nichts für mich, stimmt. Das war... Hey, du. Jan hat, glaube ich, auch nichts für mich. Ich habe Drachenblut? Wo habe ich Drachenblut her? Ich habe Drachenblut für dich. Das ist klasse. Verkauf mir alles, was du hast. Wow. Cool. Gibt Erfahrung. Wo habe ich das denn her? Weiß ich gar nicht. Schmieden beibringen will ich nicht, Rüstung brauche ich nicht. Was in der Burg passiert ist, weiß ich. Gut, dann hätten wir noch Rheton, der auf jeden Fall handelt. Was kannst du für ein... Aber halt leider auch nur Waffen und dergleichen. Wo zum Henker kriege ich hier Heiltränke her? Ich habe dein Schwert gefunden. Danke, ich stehe in deiner Schuld. Als Dank werde ich dir zeigen, wie du mit ein paar Tricks deine Kraft und dein Geschick im Kampf besser nutzen kannst. Okay. Zeig mir, wie ich meine Fähigkeiten verbessere. Ein guter Kämpfer muss lernen, seine Fähigkeiten direkt auf seine Waffe zu übertragen. Schon lange bekannt. Ach so, du kannst mir einfach nur helfen, hier Dinge zu steigern. Okay, das ist ja jetzt nicht so nützlich. Ich fürchte, hier in der Burg kriege ich keine Heiltränke, oder? Nee, warte mal. Da drin ist doch einer, der mit Essen und so handelt. Vielleicht hat der ja noch ein paar Tränke für mich. Hey, du. Genau, Engor, der war's. Zeig mir deine Ware. Hat auch nicht wirklich was. Kohle. Kohle brauche ich nicht. Mana-Extrakt habe ich nicht mehr so viele. Komm, nehme ich mal ein paar. So, dass ich wieder auf 30 bin. Warum nicht? Gib her. Aber ansonsten... Tja. Kriege ich hier wohl keine Heiltränke, so wie es aussieht. Ich muss also wohl wieder zurück nach Korinnes. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Ich schau mal, ob ich nicht hier drin irgendwas... Nee, hier drin kriege ich nichts. Das ist Unsinn. Der Koch hat sicher auch nichts für mich. Nun denn, Garond... Hoshpak, hä? Wer hat mir denn den Auftrag von Hoshpak gegeben? Wer war denn das? Warst du das? Warst du das? Hoshpak. Hoshpak ist tot. Gut. Das wird die Orks verunsichern. Vielleicht haben wir ja doch noch eine Chance. Ich denke, das wird uns einen Aufschub von mindestens einer Woche geben. Hurra! Die Paladine können eine weitere Woche hier rumsitzen und nichts tun, ohne dass es Konsequenzen hat. Ist das nicht super? Also jetzt so für die Paladine gesprochen. Nun denn, Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Ich werde mal schauen, ob nicht hier unten irgendjemand Tränke verkauft, weil ich habe jetzt eigentlich keine Lust. Wirklich jetzt rüber zu gehen. Nach Korinnes, nur um Tränke zu holen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Aber ich fürchte, so wie es aussieht, bleibt mir nichts anderes übrig. Hey! Und du. Nee, hast auch keine Tränke für mich. Nun denn. Gut, dann wisst ihr, was Sache ist. Ich werde jetzt mit meinen letzten 13 Mana mich in Richtung Korinnes begeben und mir Heiltränke besorgen. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Das mache ich offscreen. Das müsst ihr nicht mitkriegen. Ich erzähle euch dann, wo ich sie her habe. Es gibt auf jeden Fall in Korinnes noch welche. Es gibt sicherlich im Söldnerlager noch welche. Es gibt garantiert im Kloster noch welche. Vielleicht bei dem Piraten-Skip im Hafen unten. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Vielleicht muss ich auch in die Erweiterung kurz rein. Ich kriege auf jeden Fall irgendwo Heiltränke her, keine Sorge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.